Servus und willkommen zu einem weiteren Video, zu einem weiteren Lost Place Video. Das letzte Lost Place Video ist lange her. Wir waren in den Sommerferien. Bei einer alten Polizeiwache waren wir dort gewesen. Und jetzt sind wir hier bei einer alten Wartungshalle von der Deutschen Bahn. Alles stillgelegt, wie ihr hier seht. Und jetzt schauen wir uns hier mal genauer um. Digga, Lukas, hör mal auf. Alter, Digga, hör mal auf, bitte. Da sind die Schienenleute, da ist ein schneller Zug raufgefahren und dann wurde der Zug von unten gewartet, unten sind Leute durchgelaufen und dann halt hier oben, um den Zug von oben zu kontrollieren und halt von unten. Hier seht ihr es nochmal, Leute, hier drunter waren dann die Leute und hier oben war dann der Zug gewesen. Da, wo Lukas steht, war der Zug und dann wurde es halt von unten gewartet. Hier wurde schon wieder alles kaputt gemacht. Ich bin immer dagegen, Sachen in Lost Places zu zerstören. Was ist hier? Okay. Das hier war im Büroraum, Leute, weil hier unten sind auch Steckdosen von LAN-Kabeln. Oh, hier riecht es nach Schimmel. Scheiße. Dort drüben gehe ich nicht rein. Das ist richtig schwarzer Schimmel. Ihr seht es an den Wänden, richtig gefährlich. Hier ist ein Sicherungskasten, der, glaube ich, nicht mehr in Betrieb ist. Aber ich will auch nicht genauer drauf eingehen, weil es könnte wirklich noch sein, dass da Strom drauf ist. Okay. Was ist das hier? Achsenöl, Motoröl, Kraftübertragungsöl. Hier ist ein Stellplatz für eine Fettpresse. Ich weiß nicht, was eine Fettpresse ist. Da steht leider nichts mehr dazu da. Hier sind die Tore. Hier sind die Eingangstore, wo die Züge halt reingefahren sind. Das Ganze betrachtet nochmal von draußen. Hiermit macht man es hoch und runter. Ich weiß aber nicht, ob die noch gehen. Ich will es auch nicht ausprobieren. Ich würde es gerne ausprobieren. Aber ich glaube, das ist zu auffällig dann. Oben Stromkabel, Stromanschlüsse hier oben. Hier oben sind einfach Abzugshauben, Leute. Es könnte also sein, dass bei diesem Gleis jetzt diese Loks gewartet wurden. Hier ist nochmal ein Verteilerkasten. Hier drüben sind aber schon alle Kabel abgeschnitten. Wie viel hast du es bis jetzt hier? Was ist hier? Hier war eine Schmiede, glaube ich. Ja, hier war eine Schmiede. Sieht aus wie eine Gefängniszelle. Hier gibt man das Essen rüber. Weiter geht's. Was ist hier? Okay, hier drin ist auch relativ viel Schimmel. Hä, war das ein Schulraum? War das ein Schulraum? Hier ist eine Tafel. Okay, wie seltsam steht an der Wand. Da sind nur Toiletten, uninteressant. Wir gehen mal weiter. Leute, wo seid ihr? Schauen wir, was hier ist. Ein relativ großes Badezimmer. Ich vermute, dass das dafür da war, dass die Mitarbeiter, die dann irgendwie die Züge repariert haben, danach sich dort duschen konnten und so. Hier ist hier ein Büroraum, der noch ziemlich gut erhalten ist. Ich weiß, wie gesagt, nicht, bis wann es hier noch alles in Betrieb war, wann es stillgelegt wurde, weiß ich nicht. Alles, was ich hier sage, ist hier immer nur meine Meinung. Das Ganze kann auch irgendwie anders sein. Ich kenne mich jetzt auch nicht so mit den technischen Sachen aus. Ich vermute immer nur, wie das funktionieren könnte. Digga, wie erschreckst du mich denn? Ich glaube, um irgendwelche Sachen zu sichern, die vielleicht etwas wertvoller waren. Hier sind Umkleiden, Digga. Ja, für die Arbeiter, die hier gearbeitet haben. Was war hier? Bitte sauber verlassen. Jetzt geht's noch kurz auf den Dachboden, schauen, ob da irgendwas Wichtiges ist. Nein, hier oben ist nichts. Hier oben ist einfach nur alles leer. Staubig, dreckig, ganz normal, wie halt ein Dachboden ist. Da drüben ist noch eine Halle. Wir wissen bloß gerade noch nicht, wie wir da reinkommen. Hier sieht man nochmal schön das Gelände von außen. Da drin waren wir gewesen. Das ist noch ein anderes Gebäude und das ist die Halle, wo wir noch nicht drin waren. Wir probieren jetzt, wie gesagt, noch in die andere Halle reinzukommen. Wir müssen halt aufpassen, weil hier neben sind die Zugstrecken und können auch Bahnmitarbeiter sein. Deswegen vorsichtig sein. Warte, top. Da ist ja auch direkt ein Eingang. Und nochmal eine Wartungshalle. Alles schon ziemlich baufällig hier, im Gegensatz zu dem anderen, was noch ziemlich gut erhalten war. Hier gibt es nichts mehr, ne? Also klar, hier gibt es noch so viele Areale, noch so viele Hallen und so, aber das Ganze ist jetzt zu groß. Vielleicht nächstes Mal, vielleicht. Also das Ding ist, das kann auch nicht ausgelutscht sein, weil wir halt 50-60% erst gesehen haben. Ihr habt es wie gesagt gehört, hier gibt es jetzt fast nichts mehr. Deswegen war es jetzt auch mit dem Lost Place Video von heute. Checkt alle Gabriel und Lukas ab. Junge, natürlich hier verlinkt. Meine Jacke. Hier sind wir jetzt gerade so Dorn. Ja. Demnächst kommen weitere Lost Places. Ich bin mega gehypt auf Lost Places, weil die einfach sowas von geil sind. Abonniert den Kanal gern für mehr Lost Places. Ich würde sagen, wir sehen uns beim weiteren Vlog. Bis dahin. Ich muss jetzt hier schauen, dass ich nicht wie jetzt an Dorn hängen bleibe. Don't be-